Dr. Georg Becker will gerade eine erfolgreich behandelte Patientin entlassen, als sich wenig später schon der nächste Notfall ankündigt. Ein unbekannter Mann wird nach einem schweren Sturz eingeliefert. Alles Gute. Ja? Was ist denn das? Ja, wir sind abgeholt. Das wird wohl nichts mit dem Feierabend. Hm? Wir stehen ja günstig. Dann gucken wir mal direkt. Hallo. 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 Unbekannte Identität. Bitte? Unbekannte Identität. Hallo. So, Sie gehören dazu? Ja. Dann dürfen Sie mitkommen, wenn Sie dazugehören. Ich bin begleitet hier. Wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Becker. Mein Name ist Esther. Ich bin die Marktfrau. Er hat bei mir heute... Das war nett von Ihnen. Ja. Darf ich mitkommen, oder? Ja, wir brauchen ja ein bisschen Informationen. Die Kollegin sagt, sie kann gar keine Angaben zur Identität machen. Ja, also Magen und Blut ist von da. Der Notarztwagen brachte einen Herrn mittleren Alters, offensichtlich verwirrt. Er hatte auch keinerlei Personalien bei sich. Also wir tappten völlig im Dunkeln, was der Mann hatte, warum er gestürzt war und wer er überhaupt war. War gestürzt auf den Kopf und auf die linke Schulter. Die haben wir ruhig gestellt und haben dann im RTW den BZ gemessen. Der war nicht messbar tief. Haben daraufhin einen Bolus von 10 Gramm Glukose gegeben und noch eine 250er. Wahrscheinlich die 40er und jetzt die noch angehängt. Wir haben insgesamt, also das wären dann jetzt 25 insgesamt, wenn das durchgelaufen wäre. Der extrem niedrige Blutzucker ist lebensgefährlich und muss sofort ausgeglichen werden. Hinzu kommt, der Sturz könnte ein Schädel-Hirntrauma verursacht haben. Das Team um Dr. Georg Becker übernimmt. Warten Sie hier im Flur bitte. Vielleicht fallen mir noch Fragen ein. Wir können jetzt überhaupt noch nicht sagen, was mit Ihrem Langzeitkunden vorne im Flur. Danke, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, wäre das hilfreich. So, das ganze Bild blieb völlig undurchsichtig. Die Notarztkollegin hatte zum Glück schon die Diagnose deutliche Hypoglykämie festgestellt und hatte ihm eine doch beachtliche Menge Glukose verabreicht. Eine solche Hypoglykämie deutet natürlich auch auf eine schwere internistische Grunderkrankung hin. So, ich schaue noch mal kurz. Aha. Sieht aus wie Einstichstellen. Kleine Hämatome zumindest. Bei dem niedrigen Blutzucker. Ich komme gar nicht an den guten Mann dran. Wissen Sie Ihren Namen? Ja. Wie heißen Sie denn? Was? Wie bitte? Vasut. Vasut? Vasut? Ja. Ja, Vasut. Können Sie sich erinnern, was passiert ist? Es ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Okay. Vasut! Alles gut, Vasut. Vasut! Vasut, ich bin die Schwester Steffi und das ist der Dr. Becker und das ist meine Kollegin, die Schwester Nadine. Genau, Sie sind im Krankenhaus. Ach, warum denn? Sie sind gestürzt und jetzt müssen wir... Auf dem Markt. Genau. Auf dem Wochenmarkt. Was gut, was gut, alles was gut, alles gut, alles gut. Also wir Leute, wissen, wer Sie sind. Was gut, alles was gut. Was haben wir denn heute für einen Tag, was gut? Was ist heute für ein Tag? Was heute ist sehr sonnig, sehr schöner Tag, weil mein Geburtstag. Ja, und Geburtstag. Ihr Geburtstag ist. Ja, im Bad wurde für mich groß feiern. Oh, wie alt werden Sie denn? Ich glaube 12 plus 5. 12 plus 5? Ah, und welcher Wochentag ist heute? Wochentag. Welcher schöne sonnige Wochentag ist heute? Ich hole meinen Infusionsständer. Es ist der Tag, wo mein Geburtstag ist. Ja, alles klar, war so gut. Okay. Also Blutwerte sind schon weg? Blutwerte laufen, komplettes Stoffwechsel-Diabetes-Profil. Okay. Er kriegt ein Kranial-CT oder MRT, was gerade schneller geht, mit Halswirbelsäule. Die Schulter sieht mir jetzt nicht so stark verletzt aus. Da reicht normales Röntgen, Ellenbogen ebenfalls. Bei dieser Konstellation gab es mehrere Möglichkeiten. Die extreme Hypoglykämie stand nicht im Vordergrund. Er war ja einfach gestürzt aus unklarer Ursache und völlig verwirrt. Selbst bei einem so eher unspektakulären Sturz vor einem Marktstand kann theoretisch ein Schädel-Hirntrauma passieren, eine intrazerebrale Blutung entstehen. Es könnte auch ein kleiner Schlaganfall oder vorübergehende Durchblutungsstörungen im Gehirn
noch hinzukommen. Also eine genaue Angabe konnte man nach dieser Untersuchung wirklich nicht machen und die Bildgebung war daher auch zwingend erforderlich. Um herauszufinden, ob bei dem Patienten vielleicht eine chronische Krankheit vorliegt, benötigt der Arzt dringend weitere Informationen. Hoffentlich kann ihm die Marktverkäuferin weiterhelfen, die den Notdienst gerufen hat. Wissen Sie etwas über Zucker bei dem Mann? Wenn er oft bei Ihnen einkommt, vielleicht hat er es Ihnen ja mal erzählt, dass er bestimmtes Obst nicht essen soll oder so. Das hat er nie erwähnt. Hat er nie erwähnt? Nein, nein. Nur hochgeistige Gespräche? Ja, da hat mir immer vom Persien, vom Iran erzählt, ganz viele Geschichten. Alles Geschichten von früher? Genau, alles Geschichten von früher, die ganz spannend waren. Okay. Aber er hat von sich, hat nie so ganz viel erzählt. Auch die Marktverkäuferin kann nicht weiterhelfen. In der Zwischenzeit war der Patient beim Schädelscan und auch seine Blutergebnisse aus dem Labor liegen vor. Das Klinikteam hofft, dass jetzt Licht ins Dunkel kommt. Vasut, ich habe mal eine Frage. Ist das in Ordnung, wenn die Esther dabei ist, wenn der Dr. Becker die Ergebnisse vorliest? Ist das für Sie okay? Ich liebe Sie doch. Sie, okay. Na, okay. Das ist aber, super. Das ist aber lieb. Ja. Aber Sie soll meine Ingwer zurückgeben. Ja, den Ingwer, den... Ja, da können Sie doch bei Ihren Neuen kaufen. Sie sind doch oft an Ihrem Stand. Jetzt scheint es Ihnen ja ein bisschen besser zu gehen, Vasut. Wir haben hier die Laborergebnisse. Also Sie sind eindeutig Diabetiker. Und zusammen mit diesen Hämatomen müssen Sie sogar Insulin spritzen. Nein. Doch, ganz sicher. Doch, das sieht schon aus wie Insulin eigentlich. Vasut, wie heißt denn vielleicht Ihr Hausarzt? Vielleicht fällt Ihnen das ein. Ah, der ist mein Freund, Luxemburger Straße, Kleinschmidt. Bitte anrufen, anrufen. Ich möchte den Dr. Kleinschmidt gerne sprechen. Vasut, wie er sich zunächst selber nannte, war etwas aufgeklärt, konnte immer noch keine deutlichen Angaben zu seiner Familie, seinem Wohnort und seinem Geburtsdatum machen. Aber immerhin fiel ihn sein Hausarzt Dr. Kleinschmidt ein. Meine Schwester, hast du mir erzählt? Dr. Becker? Die Carola sagt, Samira, dass es keinen Dr. Kleinschmidt gibt. Samira. Dass der Wagner, da gibt es einen Dr. Kann ich den mal eben haben, bitte? Ja, dann stell mich bitte durch zum Dr. Wagner. Stell rüber, dann ist es wieder für euch. Danke. Ja. Hast du Schmerzen oder ist alles gut? Ja, hallo? Haben Sie Schmerzen? Herr Wagner, Becker hier aus der Klinik am Südring, Notaufnahme. Ein Herr Dr. Wagner konnte mir dann mitteilen, dass Herr Dr. Kleinschmidt bereits seit 3 Jahren verstorben war und er der Nachfolger ist. Dies schien unserem Patienten entgangen zu sein und deutete dann doch relativ eindeutig auf eine zerebrale Diagnose hin. Sie heißen gar nicht wirklich Vasut. Sie heißen Omar bin Hussein. Ich habe gerade mit dem Dr. Wagner, dem Nachfolger vom Dr. Kleinschmidt, telefoniert. Der hat bestätigt, dass Sie schon lange Diabetes haben und auch schon ein paar Jährchen langsam aber sicher vergesslicher werden. Sie haben aber zum Glück auch eine nette Schwester, die wird wohl gleich kommen. Woher wissen Sie das? Von das Dr. Wagner. Genau. Als der Arzt die Schwester des Patienten trifft, steht fest, er hat kein Schädelhirntrauma. Seine Verwirrung kommt daher, dass er Diabetiker ist und unter Alzheimer leidet. Eine gefährliche Kombination. Halt, Oma. Was machen Sie denn da? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Geben Sie mir mal Ihre Insulinspritze. Nein. So, weil das alles nicht so wirklich stimmt mit den Einheiten. So. Was haben Sie denn da dabei? Ich habe von seiner Wohnung seine Sachen mitgeholt. Seine Insulinspritze und seine... Ja, das sieht zu schön aus, um wahr zu sein. Schreibt er das selbst? Ja, schreibt selber. Das geht nicht mehr. Mhm. Das geht überhaupt nicht mehr. Oma, Sie brauchen mehr Hilfe. Sie sehen doch, ich schreibe alles ganz ordentlich. Ja, aber das, was Sie schreiben, das stimmt. Ich habe noch ein Tagebuch, das schreibe ich auch. Das stimmt, Sie schreiben wirklich sehr ordentlich. Aber leider stimmen die Ergebnisse nicht mit der Realität überein. Er hat sich zu viel Insulin gespritzt, vermutlich auch das Schnellwirksame. Damit besteht eine lebensbedrohliche Unterzuckerungsgefahr. Die falsche Insulindosierung und ein Zuckerschock führten wahrscheinlich zu seinem Sturz. So kam er ins Krankenhaus, bevor Schlimmeres passierte. Allerdings wirft das weitere Probleme auf. Die Familie, Ihre Schwester hat schon gesagt, wird sich überlegen, wie man das hinkriegen kann. Dann schicken Sie mir eine schöne Frau.
Die Gabe des Insulins macht er auch besser nicht mehr selber. Ja, ne. Ne? Müssen wir diese Sache wegnehmen. Er soll nicht drankommen. Er bleibt jetzt, also der Blutzucker ist insgesamt schlecht eingestellt. Er bleibt jetzt noch einige Zeit hier, bis unsere Diabetologen das ein bisschen optimiert haben. Man kann es vielleicht auch noch etwas vereinfachen. Aber bevor er geht, muss geklärt sein, wie er zu Hause bezüglich des Diabetes besonders versorgt wird. Schon am nächsten Tag durfte der 55-Jährige die Klinik wieder verlassen. Seine Schwester hat ihn bei sich aufgenommen und kümmert sich nun um die Insulingaben. Seitdem ist sein Blutzucker stabil eingestellt.